So Leute, ja, bin ich in der Kamera, so ist, dann kann es auch losgehen. Kleines Zwischengespräch jetzt nach den ganzen Trainingsvideos, die ich mit der Lydia zusammen schon gemacht habe. Wir haben schon ein bisschen was gemacht, ein bisschen den Rumpf bearbeitet, Erwärmungsprogramm gemacht, gerade auch für eben Leute, die eben wenig Zeit für den Sport haben, aber es eben trotzdem in ihren Alltag eingliedern wollen. Es geht nämlich auch mit wenig Zeit und mit wenig Hilfsmittel. Man muss nur zielstrebig und beharrlich sein, dann funktioniert das Ganze. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen mehr so darauf zu sprechen kommen, dass vielleicht nicht nur der Sport für die Figur wichtig ist, sondern eben auch, wenn ich dich schon mal dabei habe, das Thema Ernährung. Ja. Ich kenne dich jetzt ja auch schon eine Weile und du hast ja jetzt als Ernährungsberaterin auch in letzter Zeit dein Sport intensiviert und an deiner Figur gearbeitet. Und was ist dein erstes Fazit? Ja, also beschäftige ich mich mit Ernährung schon über 15 Jahren. Man muss ja sagen, zwei Drittel für die Figurformung macht schon die Ernährung aus und ein Drittel mindestens Sport. Das muss man schon mal so sagen. Natürlich ist es viel leichter im Vordergrund, also als erstes die Ernährung umzustellen, weil das können wir ja zu Hause schnell umsetzen und die Bewegung dazu zu nehmen. Ja? Aber man findet ja immer eine Ausrede. Man sagt, heute nicht, weil morgen gehe ich zum Geburtstag, übermorgen gehe ich zu irgendwelchen Treffen und es ist immer irgendwelcher Grund da, wo man es schafft, nicht anzufangen. Ja, man muss sich wirklich ein Ziel setzen und sagen, ich mache das jetzt, heute und ich starte jetzt. Egal, welcher Geburtstag da nochmal ansteht, welche Urlaubstage nochmal vor mir sind. Man kann alles schaffen, wenn man das will. Ja, also ich bin ja auch zweifache Mutter und vor 3 Jahren hatte ich auch 10 Kilo zu viel. Und ich habe das auch geschafft. Ja? Also man kann das wirklich mit Familie, mit Job schaffen, sich ein paar Minuten am Tag für Training rauszuholen. Also man kann ja nicht sagen, es geht nicht. Genau. Also genauso wie die Ernährung, so mit dem Sport, man kann alles umsetzen, aber man muss das wollen und man muss sich einfach Zeit geben und sagen, ich mache das. Wenn man natürlich nach Ausreden sucht, dann kann findet, man nicht findet man immer Ausreden, ja. Genau. Das kenne ich auch so aus meiner Vergangenheit, aus meinem Alltag, habe ich auch bei vielen Leuten schon mitbekommen, dass wenn man eben mal morgens nicht um 5 Uhr aufstehen will fürs Frühtraining, was bei mir selber auch schon mal der Fall war, dann findet man die Ausrede eben, oh, ich habe jetzt nur 5 Stunden geschlafen, ich brauche 6-7 Stunden Schlaf, dass ich fit bin, sonst kann man mich den Tag wegwerfen. Aber dann muss man eben auf die Zähne beißen und das durchziehen. Und eben ganz wichtig, man muss sich eben die kleinen Zeitfenster für den Sport dann halt auch vorausplanen. Weil sonst, also wenn man eben das nicht vorausplant, dann kann es eben mal eben durch einen neuen Termin in die Hose gehen. Aber eben deshalb Vorausplanung ist wichtig. Und da weiß ich eben aus meiner Erfahrung, ist für mich eben das Thema Ernährung in der Vorausplanung eben fast noch wichtiger, weil wenn ich jetzt weiß, okay, ich stehe morgens auf, habe Training, muss danach zur Uni, bin dann kurz zu Hause und habe abends wieder Training, dann muss ich quasi meine Mahlzeiten schon vorausplanen, dass ich eben nicht irgendwo unterwegs auf Achse darauf angewiesen bin, vielleicht irgendwo Fastfood zu mir zu nehmen, sondern dann koche ich eben voraus. Man kann 99% aller Sachen, die man sich macht, kann man auch unterwegs mitnimmt und die werden nicht schlecht, die bleiben genießbar und lecker. Und du weißt, was du isst vor genau, allem, ja? weil man weiß ja nicht, was man so in der Pommesbude bekommt. Ja? Genau. Man kann ja sagen, ich esse nur die Hälfte von dem Pommes, aber in welchem Öl sie gebraten worden sind, wie alt diese Öl ist, das wissen wir leider nicht. Und die Kalorien, die da drin stecken, das ist auch noch zweite Sache. Ja? Stichwort Kalorien. Unter unseren Zuschauern gibt es natürlich auch bestimmt viele Kaffeeliebhaber. Jetzt ein Beispiel einfach aus der Kaffeewelt, wenn man sich eben jeden Tag in der Mittagspause einen Latte Macchiato reinzieht, dann sind das halt auch quasi schon 300 Kalorien circa und summa summarum, am Ende des Monats wird sich der Körper das merken und dann wird man davon ein Feedback erhalten.
Und man trinkt nicht nur eine Latte Macchiato meistens, sondern manchmal zwei oder auch drei. Genau. Ja, und das sind ruckzuck 1000 Kalorien am Tag, was man mit Kaffee zufügen kann. Genau. Also deswegen, da sollte man auf alle Fälle schauen, was esse ich dann und was kann ich verbrennen. Und wenn ich natürlich so viel esse und das nicht in Form von Bewegung verbrennen kann, dann habe ich einen Überschuss an Kalorien, der sich irgendwo natürlich ablegen muss. Genau. Ja. Da muss man, das hängt natürlich dann extrem ab von der Zielstellung. Was will ich denn mit meinem Körper erreichen? Will ich Muskeln aufbauen? Will ich abnehmen? Manchmal braucht der Körper natürlich einen leichten Kalorienüberschuss, sonst kann er auch schlecht oder nur langsam Muskelmasse aufbauen. Aber wenn man sich eben, wenn man eben denkt, okay, ich muss mir alles reinziehen, ich muss alles essen, was vor mir auf dem Teller liegt, um eben jetzt zuzunehmen, Muskeln aufzubauen, das ist eben manchmal ein Fehler. Man sollte trotzdem eben darauf achten, dass es eben qualitativ hochwertig ist und vielleicht eben auch diese Kalorienbilanz im Vorfeld mal ermitteln. Da gibt es ja auch quasi eine Stoffwechselanalyse, eine Ernährungsanalyse bei euch beim Ernährungsinstitut. Da können wir auch unten einen Link einblenden. Und da kann man sich das Ganze einfach mal selber zusammenrechnen, bekommt dann professionelle Hilfe. Genau, da können die Menschen erstmal sehen, was sie für Bedarf haben und zweitens, was sie an Kalorien so am Tag verzehren. Und, ja? Und was auch die Zielstellung, auch also mit der eigentlichen Zielsetzung wird das Ganze kombiniert. Also da ist für jeden auf jeden Fall das Richtige dabei und am Ende ist man auf jeden Fall schlauer als davor und das ist, glaube ich, relativ günstig. Das kostet, glaube ich, 29 Euro genau. Einmalig. Ohne irgendeinen Vertrag abzuschließen und danach weiß man einfach mehr, man weiß, was man machen muss und man kann da verschiedene Sachen ermitteln. Genau. Also zuerst die Kalorienbedarf, dann können wir schauen, ob der Körper vielleicht zur Übersäuerung neigt, ob man irgendwelche Unverträglichkeiten vielleicht haben könnte. Also da sind verschiedene Ansätze, die man mit so einer kleinen Analyse schon mal feststellen kann. Mhm. Jetzt sind wir aber ein bisschen abgeschweift. Worauf wir eigentlich heraus wollten, war die Kombination aus Training und Ernährung. Denn das eine kann ohne das andere nicht perfekt funktionieren. Außerdem fangt an, euch kleine Meilensteine zu setzen. Also kleine Ziele, erreicht die zuerst und steigert euch. Es bringt nichts, alles auf einmal umzustellen, denn ihr werdet langfristig nicht durchhalten. Also immer langsam, Schritt für Schritt nach vorne gehen, die Ernährung umstellen, die Bewegung langsam, erstmal 5 Minuten, dann 10 Minuten. Irgendwann bekommt ihr Lust, die Bewegung wirklich zu steigern. Und am besten nochmal in der Gruppe, weil dann motiviert ihr euch nochmal gegeneinander. Genau, das Gleiche ist natürlich auch für den Sport sehr wichtig. Steckt euch Zwischenziele, ihr könnt nicht, natürlich kann man 1,5 Jahre vorausplanen, aber es ist eben auch immer möglich, dass man eben Rückschläge in seinem Werdegang erleidet. Und davon darf man sich eben niemals von seinem Ziel abbringen lassen. Deshalb ist es eben besser oder es fühlt sich auch besser an, wenn man eben sein eigentliches Ziel über Zwischenziele steuert, über Zwischenhöhepunkte, kleine Ziele stecken. Und so macht das Ganze mehr Spaß. Man weiß einfach immer, wofür man gerade arbeitet. Man kann die Zwischenerfolge feiern. Genau, man hat öfters mal einen Grund zu feiern. Und ich denke, wir können festhalten, dass einfach Training ohne Ernährung nicht optimal funktionieren kann. Und andersrum genauso. Genau, und natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel viel abnehmen will, nehmen wir ein Beispiel, ich kenne selber eine Person, die hat über 100 Kilo abgenommen in einem Zeitraum von 1,5 Jahren oder von knapp 2 Jahren, aber das sieht man natürlich am Körper. Und ohne Sport sieht das Ganze nicht so gut aus wie mit Sport. Was war jetzt ein Extrembeispiel, aber natürlich, wenn jetzt jemand 20, 30 Kilo abnimmt, dann kann man das auch schon sehen. Und deshalb denke ich, halt mal fest, Training und Ernährung gehören einfach zusammen und funktionieren alleine nicht halb so gut. Ich will nochmal dazu sagen, also abnehmen ist wie Mathematik. Es gibt viele Wege zur richtigen Es gibt viele Wege zum richtigen Ergebnis.
Und deswegen sollte man für sich das Richtige, den richtigen Weg suchen. Genau. Alles klar, das war's von uns. Jetzt geht's weiter mit einem Training. Ich hoffe, du bist noch erwärmt und motiviert. Ich bin fit, es kann losgehen. Und zwar machen wir das Ganze jetzt mit einem Trainingsgerät, auf dem du bereits sitzt. Ah, toll. Genau, wir machen jetzt ein kleines Petsyball-Workout. Und das Ganze seht ihr im nächsten Video auf meinem und auf Lydias Channel. Bleibt also dran, es wird spannend, es wird anstrengend. Und bis gleich. Ciao.